Bodo und der Schneemann. Aus dem Buch Bodo bin ich dumm und die Jahreszeiten von Astrid Menke. Gelesen von Astrid Menke. In meinem Bücherregal hatte ich es mir richtig gemütlich gemacht. Ich hatte ein kuscheliges Bett und auch ein richtig schönes Sofa, denn es konnte ja sein, dass ich mal Besuch von einem meiner Nachbarn bekam. Morgens, wenn ich aus dem Bett krabbelte, war ich beim Anblick meiner schönen Behausung schon richtig gut gelaunt. Ich hatte es hier wirklich gut. An manchen Tagen war es aber ungemütlich kalt. Oft verschwand ich dann noch einmal schnell unter meiner Bettdecke. Bevor ich aus dem warmen Bett aufstand, überlegte ich mir, was ich anziehen sollte. So musste ich nicht lange in der Kälte in meinem Kleiderschrank herumkramen. Denn auch ein Bücherwurm hat schließlich eine Auswahl an Kleidung. Er lebt ja nicht im Wald oder in einer Höhle. Für den heutigen Tag hatte ich eine tolle Idee. In einem anderen Bücherregal hatte ich Bücher über das Wetter entdeckt. Sie konnten mir bestimmt erklären, warum es an einem Tag warm ist und an einem anderen Tag viel kälter. Ich war bestimmt eine Weile unterwegs und beschloss deshalb, meinen großen Rucksack mitzunehmen. Auf meinem Weg musste ich klettern und rutschen. Schon bald wurde es mir dabei sehr warm. Ich konnte meine Mütze absetzen und auch meinen Schal im Rucksack verstauen. Doch ich wusste, dass ich sehr aufpassen musste, damit ich mich nicht erkältete. Wenn es manchmal ganz einfach auf einem geraden Weg weiterging, fing ich an zu singen. Ich bin nämlich ein sehr musikalischer Bücherwurm. Ich fing dann immer an, meine eigenen Lieder zu singen, die mir auf meinen Wanderungen in den Sinn kamen. Deswegen war ich auch immer ganz froh, wenn mich niemand hören konnte. Nach einer kleinen Pause ging ich weiter und bald konnte ich die Bücher, die mich interessierten, von weitem sehen. Es waren Kinderbücher und ich freute mich ganz besonders auf sie. Kinderbücher, das wusste ich, haben immer ganz viele Bilder und sind nicht so langweilig geschrieben wie die Bücher für Erwachsene. Vor lauter Aufregung und Vorfreude fiel es mir schwer, mich auf meine Kletterei zu konzentrieren. Für mich kleinen Wurm wäre es schon sehr gefährlich, wenn ich in die Tiefe stürzen würde. Ob es da wohl mit blauen Flecken getan wäre? Na, so genau wollte ich das lieber nicht wissen. An meinem Ziel fand ich ziemlich schnell das richtige Buch für mich. In großen Buchstaben stand auf dem Buchdeckel »Der Winter«. Die Abbildung auf dem Buch sah merkwürdig aus. Als ob jemand einen Wald mit weißem Pulver bestreut hatte.
Ich schlug das Buch auf und entdeckte einen kleinen Jungen und ein Mädchen. Ich musste mich beherrschen, nicht gleich den ganzen Text mit seinen Buchstaben zu verschlingen, denn der lange Weg hierher hatte mich schon sehr hungrig gemacht. Erst einmal wollte ich ja wissen, was es mit dem weißen Pulver auf sich hatte. Ich konnte kaum glauben, wie schnell ich in dieser Geschichte versunken war. Das weiße Pulver, das auf allen Bildern im Buch zu sehen war, nannte man Schnee. Die beiden Kinder spielten. Oh, Hilfe, was war denn jetzt los? Ich saß auf einmal gar nicht mehr im Regal und das Holz, auf dem ich plötzlich saß, wackelte hin und her. Also wenn ich das richtig sehen konnte, dann zog der Junge vor mir das Holzgestell, auf dem ich saß, an einer Schnur hinter sich her. Ich konnte mich nur mit größter Mühe festhalten. Moment, was macht er denn jetzt? Nein, nein, warte doch mal, das konnte doch wohl nicht wahr sein. Der Junge und das Mädchen setzten sich jetzt zu mir auf das Gestell. Puh, fast hätten die mich platt gemacht. Wieder fing das Holz an, sich zu bewegen und die Kinder lachten und kreischten vor Freude. Wir wurden immer schneller und fuhren mit diesem Ding durch den Schnee einen Berg hinunter. Da ich wahrhaftig ein Abenteurer war, fand ich sehr schnell Spaß an dieser Fahrt und fing auch an zu lachen und zu kreischen. Unten am Berg angekommen, wurden wir langsamer und blieben schließlich stehen. Eigentlich war hier nichts weiter zu sehen als Schnee. Doch vor uns da stand, ja, was war das denn? Vor uns da stand eine große Kugel aus Schnee. Die beiden Kinder verließen unser Holzgestell und ich hörte, wie der Junge sagte, komm, wir lassen den Schlitten hier stehen und bauen den Schneemann fertig. Während sich die beiden entfernten, saß ich immer noch fasziniert auf dem sogenannten Schlitten. Aber ich wollte zu gern wissen, wie sich dieser Schnee anfühlte und versuchte vom Schlitten nach unten zu klettern. Unten streckte ich vorsichtig einen meiner Füße aus. Boah, war das kalt. Kalt, weich und nass. Die beiden Kinder rollten eine kleine Schneekugel vor sich her. So ging das mit der Kugel also. Die wurde durch das Rollen größer, weil immer mehr Schnee an ihr haften blieb. Die Kinder sangen ein tolles Lied. Das musste ich mir merken. Kalt ist der Winter, weiß ist der Schnee. Schneeflocken fallen weich auf den Weg. Wir bauen einen Schneemann hier auf dem Feld. Wir schmücken diesen Schneemann, wie es gefällt. Wir kugeln, 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 wir formen ein Gesicht. Unser Schneemann wird ein Gedicht. Rot wird die Nase, kalt wie der Schnee. Wir sind hier draußen, wir lieben Schnee. Wir bauen einen Schneemann hier auf dem Feld. Wir schmücken diesen Schneemann, wie es gefällt. Wir kugeln, 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 wir formen ein Gesicht. Unser Schneemann wird ein Gedicht. Während ich den Kinderstimmen lauschte, holte ich meine Mütze und meinen Schal wieder aus dem Rucksack. Es war ja sehr kalt. Ich wollte gern im Schnee herumlaufen, aber bei meiner Größe war das nicht ungefährlich. Vielleicht verschwand ich ja komplett im Schnee. Da hatte ich eine Idee. Als ich ein paar Schritte versuchte, schaute tatsächlich nur noch mein Kopf aus dem Schnee heraus. Das sah bestimmt witzig aus, aber es war auch gefährlich für mich. Während die Kinder weiter an ihrem Schneemann bauten, versuchte auch ich, eine kleine Schneekugel zu rollen. Oh ja, das funktionierte. Auch meine Kugel wurde immer größer. Ich würde auch einen Schneemann bauen. Er brauchte ja auch nicht so groß zu werden. Manchmal rutschte ich ein bisschen aus. Und eben war ich schon mit meinem Gesicht mitten im Schnee gelandet. Jetzt wusste ich auch, wie Schnee schmeckt. Schnee schmeckte nach, ich würde sagen, also Schnee schmeckt nach nichts. Ja, genau. Es schmeckte nach rein gar nichts.
Ich stellte mich wirklich gar nicht so dumm an und hatte schon bald eine zweite Kugel gerollt. So wie die beiden es vorgemacht hatten, hiefte ich die kleinere Kugel auf die etwas größere erste Kugel hinauf. Ganz schön schwer, kann ich euch sagen. Ich staunte, was die Kinder mit dem Schnee machten. Sie packten noch eine dritte kleinere Kugel auf die zweite Kugel, das war der Kopf. Am Körper befestigten sie seitlich die Arme aus Schnee. Ich musste mich beeilen, wenn ich auch so weit kommen wollte. Im Eiltempo rollte ich noch eine Kugel und die Arme waren auch erstaunlich schnell dran. Cool, bald hatte ich es geschafft. Was machten die Kinder denn jetzt? Sie setzten dem Schneemann eine Mütze auf und sie hatten Steine für die Augen und den Mund. Was sollte ich denn jetzt machen? So etwas hatte ich nicht. Och, Menno. Damit der Schneemann eine Nase hatte, steckten die Kinder immer eine Möhre ins Gesicht. Da konnte ich nicht mithalten. Ich suchte in meiner Umgebung nach etwas Passendem für Augen, Mund und Nase. Aber auch um mich herum war einfach nur Schnee. Als ich zurückgehen wollte, konnte ich den Schlitten nicht mehr sehen. Oh, nein, jetzt fand ich den Weg zurück nicht mehr. Die Kinder waren einfach ohne mich gegangen. Jetzt saß ich hier im Schnee, allein mit einem ganzen und einem halben Schneemann. Es hatte in meinem Leben schon so viele Momente gegeben, in denen ich Angst hatte. Doch jetzt hier allein zu sein, das war wirklich schlimm. Ich versuchte, mich zusammenzureißen, doch schon liefen mir die Tränen über das Gesicht. Ich entdeckte zwar meinen Rucksack im Schnee, konnte mich aber nicht darüber freuen. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen sollte. »Na, wer wird denn da weinen?« Eine tiefe Stimme drang durch mein Schluchzen zu mir. Augenblicklich hielt ich die Luft an. »Hallo? Ist da jemand?« Da hatte doch jemand mit mir gesprochen. Ich schaute mich um, konnte aber niemanden sehen. Wahrscheinlich hatte ich mich verhört. Wieder sagte ich traurig zusammen. Ich war verzweifelt und auch ein bisschen panisch. In meinem Kopf ging alles ganz durcheinander und ich wusste, ich musste mich jetzt erst einmal beruhigen. Singen. Ich musste singen, das beruhigt. Aber was? Welches Lied konnte mich jetzt zur Ruhe bringen? Meine Güte, immer fällt mir was ein, aber wenn ich dringend ein Trostlied brauche, dann ist mein Kopf ganz leer. Mir fiel kein Lied ein. Also beschloss ich einfach zu singen, was ich gerade fühlte und dachte. Das würde mich bestimmt ein bisschen beruhigen. Schnief, schnief, schniefig, kleiner Wurm, bin hier im Schnee geblieben. Schnief, schnief, schniefig, armer Wurm, muss heut noch hier erfrieren. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht was tun, ich bin hier ganz alleine. Ach weh ich doch, ach weh ich doch daheim. Schnief, schnief, schnief ich, Bücherwurm, wie soll es mir ergehen? Schnief, schnief, schnief ich, dummer Wurm, was hab ich mir gedacht? Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht was tun, ich bin hier ganz alleine. Ach weh ich doch, ach weh ich doch daheim. Ich weiß nicht was tun, ich weiß nicht wohin, ich bin hier ganz alleine. Ach weh ich doch, ach weh ich doch. Du kannst aber wirklich sehr schön singen, widersprach die tiefe Stimme mit mir. Hallo, wer spricht denn da schon wieder mit mir? Zeig dich doch mal. Ich schaute mich um. Kein Mensch, kein Wurm, nichts war zu sehen. Nur die Schnee... Oh, was war das? Der große Schneemann winkte mir. Hallo, ich rede mit dir, du trauriges Wesen. Wer bist du und vor allem, was bist du? Es war der Schneemann, der mit mir sprach. Ich bin Bodo Binnichtum, ich bin ein Bücherwurm. Wie ist das möglich, dass du mit mir sprichst? Du bist doch ein Schneemann. Ich rutschte langsam auf ihn zu.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber jetzt sag mir doch, warum du so traurig bist. Ich bin mit den Kindern hierher gekommen und die sind jetzt weg, mit dem Schlitten. Mir ist kalt und es wird doch auch bald dunkel. Was soll ich denn nur machen? Ach ja, die sind eben verschwunden. Haben die dich hier einfach vergessen? Der Schneemann schüttelte fassungslos den Kopf. Nein, die wussten ja gar nicht, dass ich auf dem Schlitten saß. Ich bin ja so klein, die haben mich gar nicht gesehen. Traurig sah ich zu Boden. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ich konnte deutlich erkennen, dass der Schneemann Mitleid mit mir hatte. Die Kinder kommen bestimmt wieder. Mir fehlt ja noch ein Besen. Nur das wird heute nichts mehr. Kannst du denn nicht so nach Hause kommen? Leider nicht. Ich muss zurück auf den Schlitten. Dann finde ich auch wieder den Weg zurück in mein Bücherregal. Ach so. Na, dann müssen wir jetzt überlegen, wie du die Nacht hier überstehst. Angst brauchst du keine zu haben, denn ich bin ja bei dir. Vor der Kälte müssen wir dich aber schützen. Wie sollen wir das denn machen? Ich habe nur die Sachen, die ich anhabe. Im Rucksack habe ich etwas Wasser und ein paar Buchstaben zum Essen. Ich schaute den Schneemann fragend an und konnte erkennen, dass er mich nicht verstand. Du kannst Buchstaben essen? Was ist denn das? Ich bin doch ein Bücherwurm. Bücherwürmer leben von Büchern. Erst lese ich sie, deswegen bin ich ja auch hierher gekommen. Später suche ich mir dann Buchstaben oder ganze Sätze aus, um sie zu essen. Die schmecken vielleicht lecker, vor allem die mit den Punkten. Das I, das Ü oder das Ö, ja, die schmecken am besten. Ich kann dich ja mal probieren lassen. Ach, behalte erstmal deine Sachen. Wir müssen jetzt überlegen, wie du die Nacht überstehst. Nicht, dass du uns erfrierst. Der Schneemann kratzte sich an seiner Stirn. Nun musste ich lachen. Das glaubt mir wirklich kein Wurm, dass ich mit einem Schneemann spreche. Ein Schneemann, der sich auch noch an der Stirn kratzen kann. Ich kann mich kaum noch halten vor Lachen. Der Schneemann stimmte in mein Lachen mit ein. Auch mir wird keiner glauben, dass ich mit einem Bücherwurm sprechen kann. Dann überlegten wir gemeinsam, was wir tun können. Feuer können wir nicht machen. Zumindest kann ich dir dabei nicht helfen, denn ich fange an zu schmelzen bei so einer Hitze. Wir haben auch kein Holz und auch kein Feuerzeug. Während ich noch grübelte, hellte sich das Gesicht des Schneemanns auf. Da habe ich doch jetzt mal eine Idee. Hast du schon einmal etwas von einem Iglu gehört? Der Schneemann schaute mich fragend an. Nein, was soll das sein? Ein Schneehaus. Die Wände und das Dach sind aus Schnee. Zumindest wärest du etwas vor dem Wind und der Kälte geschützt. Der Schneemann überlegte. Aber wie soll ich denn so etwas bauen? Ich bin doch viel zu klein, fragte ich. Wenn du mir versprichst, mich morgen wieder herzurichten, dann kannst du dir in meinem Bauch eine Höhle bauen, gerade groß genug für dich. Da wird's dann bestimmt schön warm. Bist du sicher? Tut dir das denn nicht weh? Mir kamen Zweifel. Nein, überhaupt nicht. Nun musst du morgen diese Höhle wieder zumachen. Klar, das mache ich. Was meinst du, soll ich hier mal anfangen? Hier vorn? Ja, das ist eine gute Stelle. Dann fang mal an zu buddeln. Ich fing ganz zaghaft an, um den Schneemann nicht weh zu tun. Doch er lachte. Warum lachst du? Fragte ich ihn. Na, das kitzelt. Das ist ein ganz witziges Gefühl. Wie weit bist du? Oh, ich brauche nicht mehr lange, dann kann ich mich dort hineinlegen. Ich probiere es gleich mal aus. Nach wenigen Minuten konnte ich tatsächlich hineinschlüpfen. Toll, Schneemann, rief ich. Hier drin ist es schon ganz gemütlich. Das könnte klappen. Ich kletterte wieder hinaus, um den Schneemann anzuschauen. Ist alles in Ordnung bei dir oder habe ich dir doch wehgetan? Unsicher sah ich ihn an. Nein, Bodo, alles ist gut. Hier, nimm meine Mütze. Für dich ist sie so groß wie ein Schlafsack. Dann hast du es wirklich warm. Der Schneemann zog sich die Mütze vom Kopf und stopfte sie vorsichtig in meine Höhle. Oh, Schneemann, du bist so nett zu mir. Hast du eigentlich einen Namen? Ich möchte dich nicht immer Schneemann nennen. Nenn mich doch einfach Iglo. Schließlich bin ich ja auch dein Iglo. Nun mussten wir beide lachen. Wir unterhielten uns noch ein bisschen, bis ich in meinem Iglo einzog. Iglu hatte recht, mit seiner Mütze hatte ich es warm und gemütlich in seinem Bauch. Ich war froh, dass er jetzt mein Freund war. Ich beschloss, Iglu am nächsten Tag eine Freude zu machen und ich hatte auch schon eine Idee. Es dauerte nicht lange, bis ich einschlief. Das war ja vielleicht auch ein Tag gewesen. Als ich aufwachte, musste ich erst einmal überlegen, wo ich überhaupt war. Schlagartig fiel mir alles wieder ein. Schnell krabbelte ich aus meiner kleinen Höhle.
Guten Morgen, Iglu. Hast du auch so gut geschlafen wie ich? Iglu rieb sich die Augen, bevor er antwortete. Oh ja, ab und zu hat es in meinem Bauch etwas gekitzelt, aber sonst war es eine sehr schöne Nacht. Und du? Ich habe richtig gut geschlafen. Was glaubst du, wann kommen die Kinder wieder? Die sind bestimmt bald wieder zurück. So hat es sich jedenfalls gestern angehört. Machst du mir bis dahin denn den Bauch wieder zu? Aber natürlich, ich habe auch noch eine andere Idee. Lass dich nur überraschen. Schnell machte ich mich an die Arbeit. Zuerst verschloss ich die Höhle wieder, damit Iglu nicht von innen anfing zu frieren. Aber seine Mütze saß nun wieder auf seinem Kopf. Ich schaute in meinen Rucksack und stellte fest, dass ich alles hatte, was ich brauchte, um Iglu eine Freude zu machen. Ich fing sofort an und gab meinem kleinen Schneemann ein Gesicht aus Buchstaben. Wenn die Kinder bald kommen würden, konnte ich die auch hier lassen, denn zu Hause hatte ich ja genug davon. Zum Abschied wollte ich auch meine Mütze und meinen Schal hier lassen. So hatte Iglu einen echt schicken Freund. Sag mal, Iglu, meinst du, mein kleiner Schneemann kann auch sprechen? Nein, das können nur ganz wenige. Trotzdem, ich freue mich riesig über meinen kleinen Freund. Iglu grinste über das ganze Schneemann-Gesicht. Schau, Bodo, da sind die Kinder. Dann mach dich schon mal fertig, damit du deinen Schlitten diesmal nicht verpasst. Iglu schien jetzt ein bisschen wehmütig zu sein. Ach, Iglu, sei nicht traurig. Jetzt hast du doch einen Freund. Ich werde dich bestimmt nicht vergessen. Pass auf dich auf. Ich kitzelte Iglu noch einmal den Bauch und er fing wieder an zu lachen. Die Kinder drückten Iglu einen Besen in den Arm und freuten sich sichtlich über ihren perfekten Schneemann. Iglu zwinkerte mir noch einmal zu, bevor die beiden Kinder sich mit mir zusammen wieder auf den Weg machten. Sie zogen den Schlitten den Berg hoch. Ich drehte mich noch einmal zu Iglu um und sah, dass er sich mit dem kleinen Schneemann unterhielt. So, so, der Kleine konnte also doch sprechen. Ich freute mich sehr für Iglu. So, nun musste ich mich aber auch wieder auf mich konzentrieren. Ich fand zurück an die Stelle, an der ich in die Geschichte geplatzt war. Doch bevor ich mich umsehen konnte, fuhren wir schon wieder in einem rasenden Tempo den Berg hinab. Ich schloss vor Aufregung die Augen. Wo ich wohl jetzt wieder landen würde? Als der Schlitten zum Stehen kam, öffnete ich langsam die Augen wieder. Hurra! Hurra! Ich war zurück! Ich saß wieder mit dem Buch über den Winter im Regal. Ich war erleichtert. Iglu war schon ein toller Freund. Ich schlüpfte noch einmal in das Buch und schaute mir meinen Freund genau an. Mein Herz fing plötzlich an zu klopfen. Auf dem Bild stand neben Iglu mein kleiner Schneemann im Schnee. Es sah fast so aus, als wenn sie mir beide zuwinkten. Zufrieden schloss ich das Buch und machte mich wieder auf den Weg in mein gemütliches Zuhause. Was für ein Abenteuer!